Hi Leute und herzlich willkommen zurück in diesem wundervollen Tal der Olmeken. Ist das nicht wunderschön? Ja, leider werden wir in dieser Folge nicht mehr so viel von diesem schönen Level haben. Ja, weil wir uns jetzt um den Endgegner kümmern müssen. Was ich persönlich nicht so toll finde, weil ich mag keine Endgegner. Aber wir wollen unser drittes Maschinenteil haben und deswegen müssen wir gegen den Endgegner antreten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Aha. Aber vorher nehmen wir den Schatz mit. Eine Statue. Wow. Gut. Und jetzt fahren wir wieder nach unten. Und jetzt hat Indy gleich wieder Schiss und ein ungutes Gefühl, glaube ich, ne? Warum habe ich nur so ein ungutes Gefühl? Genau, das ungute Gefühl hattest du in der letzten Folge auch schon. Und das war berechtigt, weil du gleich runtergefallen bist und gestorben bist. Diesmal stellen wir das Ganze ein bisschen schlauer an und lassen uns einfach fallen. So. Und dann verlieren wir auch kein Leben. Perfekt. Gut. Ja, wir finden jetzt hier unser drittes Maschinenteil. Das hat was mit diesen blauen Kristallen an der Decke zu tun und diesen Schmetterlingstafeln auf dem Fußboden. Was genau das damit zu tun hat und was diese komischen Dinger hier zu suchen haben, das werdet ihr so mit der Zeit rausfinden. Ich zünde jetzt erstmal hier diese Lichter an und hoffe nicht, dass hinter dieser Tür schon der Endgegner drin ist. Das hätte man wieder nicht leiser programmieren können. Sie hat sich geöffnet. Unfassbar laut programmiert, wirklich. Ich Muss wohl ein Druckschalter sein. Habe die Lautstärke so leise. Hier muss ich was draufschieben, oder? Oder wird das jetzt später interessant? Ach Leute, ich habe schon wieder keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Artefakt, ne? Und zwar ist das wahrscheinlich jetzt da drüben in der Tür drin, wo natürlich auch dieser tolle Endgegner wartet, vor dem ich jetzt ein bisschen Panik habe. Danke. Mit den Fackeln anzünden hat es Indy ja nicht immer so, aber es hat ja geklappt. Und nochmal. Perfekt. Ja. Schlangen. Ich hasse Schlangen, besonders die großen. Jetzt habt ihr was über Indiana Jones Neues gelernt. Er hasst Schlangen. Ja. Und das zu Recht. Ich hasse diese Schlange auch. Und sie nervt. Sie nervt extrem. Aber ihr könnt natürlich auch bei diesem Endgegner Gebrauch von dem Unsichtbarkeitsartefakt machen, wenn Indy es nehmen würde. Dann kann man das durchaus tun. Jetzt sind wir aber erstmal verreckt und probieren es einfach nochmal. Und ich würde auch gleich schon mal Heilpflanzen nehmen. Weil wir eh gleich wieder Leben abgezogen kriegen. Und wir haben ja herausgefunden, dass das nicht die richtige Richtung ist. Und ich mache mich jetzt erstmal unsichtbar. Gut, und jetzt gucken wir erstmal, was es mit dieser Druckplatte auf sich hat. Oder ist das so eine Zeitplatte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieses Unsichtbarkeitsartefakt richtig praktisch. Doch da drüben seht ihr es schon, da ist jetzt, glaube ich, der Podest hochgefahren. Ich glaube, der ist nur auf Zeit oben. Ich weiß es aber nicht. Deswegen beeilen wir uns einfach mal, Indy, bevor wir gefressen werden von dieser Schlange. Aber sie trifft uns irgendwie nicht. Auch nicht schlimm. Hoch! Oh, ich hasse die Schlange. Und dann nehmen wir unser Artefakt mit. Aha. Hiernach habe ich gesucht. Ein weiteres Teil der babylonischen Maschine. Den Hieroglyphen nachzuurteilen, ist sogar eine Gebrauchsanweisung dabei. Mal sehen. Höre, Sterblicher, wahrlich vermag es mein Gerät, die Menschen in die Höhe zu erheben. Wenn du zweifelst, suche die Juwelen des Himmels. Warum müssen diese Inschriften immer so verdammt poetisch sein? Naja, ich habe die Inschrift jetzt verstanden, weil ich das Spiel kenne. Und zwar brauchen wir dieses Artefakt, um schweben zu können. Azerims Artefakt. Azerims. Oder so ähnlich. Ja, aber wir nehmen erst einmal unser Takis. Taklitz. Also Urgons Artefakt ist, was die Wände zerstören kann.
Taklits Artefakt, mit dem man sich unsichtbar machen kann, und das Azerims, ich bin zu blöd, das auszusprechen, Azerims Artefakt zum Schweben. Und damit können wir jetzt diese Schlange überlisten. Machen uns dafür gerade nochmal unsichtbar. Und schweben dann schon mal nach oben. Ich glaube, das kann man auf E nehmen. Ach so. Und hoch. Perfekt. Und diese Schlange kann Schlangen spucken. Das ist natürlich nicht so schön. Und wir müssen halt jetzt warten. Genau, die kann auch die Schlangen hier oben hinspucken. Ohne, dass die uns vergiften. Hoffentlich. Und jetzt müssen wir hier schnell drauf gehen. Das war zu spät. Und dann kommt nämlich der Spieß hoch und damit kann man den Endgegner aufspießen. So ist der Plan. Aber die Durchführung davon ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wie viele Durchgänge man braucht. Das werden wir schon mitkriegen. So, schnell hoch mit uns. Das Ganze nochmal probieren. Warten, bis die Schlange über das nächste Ding drüber gleitet. Oh, Schlange. Oh, shit. Und jetzt schnell hier drauf. Ich nehme so schnell ein Gegengift, weil ich glaube, der ist gerade oben drauf. Na? Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so dumm. Aber ich glaube, ich habe Quicksave gemacht, ne? Also laden. Schnell. Da drauf. Ja? Jawohl. Einmal haben wir geschafft. Das müssen wir jetzt halt noch ein paar Mal machen. Und gleich wieder hoch. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft man das machen muss. Keine Ahnung. Und ich muss feststellen, uns fehlt noch ein Artefakt. Oh. So. Also ich meine so ein Schatz, ne? Wir haben, glaube ich, nur... Ja, leider nur 9 von 10 Schätzen und ich glaube, wir haben doch einen verpennt. Schnell, Indy. Beeil dich. Schade. Ich lade das gerade nochmal. Wo bin ich jetzt? Schnell drauf. Ah, der ist dran vorbei. Schade. Nein, Indy, falsches Artefakt. Falsches Artefakt, Indy. Schlimm ist der Typ. Hier hoch. Ich will nämlich mal wissen, was da oben ist. Okay. Was kann man denn hier machen? Oder liegt hier oben noch ein Schatz? Ich glaub's aber nicht, ne? Hä, was kann man denn hier machen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Was will ich denn hier oben? Sehr merkwürdig, das Ganze. Ich gehe wieder runter. Okay, das hätte schief gehen können. Und Beeilung, Indy. E. Hier hoch. Ich will wissen, was da ist. Oh, ist der anstrengend, der Gegner hier. So. Hier oben liegt, glaube ich, auch nichts. Ich habe keine Ahnung, warum man hier hoch kann. Fragt mich einfach nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Deswegen gehen wir wieder runter. Mit unserem... Fragt mich nicht, wie das heißt, Artefakt. So. Da hat sich die Schlange einmal gebogen. So, wieder hoch. Also so zusammengeschlängelt, wollte ich sagen. Hoch in die... Glück gehabt. Und jetzt schnell. No. Geh da drüber. Komm her. Ja. Ja, fein. Und... Nein, er geht dran vorbei. So ein Mist. Naja, können wir jetzt mal die Schlangen hier abschießen. Gut. Und wieder nach oben. Da ist noch einer, aber die ignoriere ich jetzt einfach. Weil der spuckt sowieso unendlich viele. Was aber wieder mal eine coole Idee von dem Spiel ist. Und beeil dich, Indy, vielleicht schaffen wir es. Nein. Er ist immer daneben. Achso, die sind ja schon nichts tot. Gut, Leute, dann probieren wir es einfach mal auf der anderen Seite, wenn es hier nicht klappt. Indy, Beeilung. Dass der nicht schneller rennen kann, ist echt schlimm. Okay. Jetzt warten wir wieder auf den richtigen Zeitpunkt. Hä? Muss ich die Musik jetzt verstehen? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Warum kam gerade die Musik? Habt ihr die gehört? Diese Geschafft-Musik? Das ist ja mal komisch. Naja.
Wegen der Musik habe ich jetzt voll verpasst, die Schlange umzubringen. Hört ihr das? Voll komisch programmiert. Und jetzt schnell drüber. Und jawoll. Zweimal geschafft. Und gleich wieder hoch. Bevor uns die Schlangen beißen, weil das ist schlecht, weil wir dann vergiftet sind. So. Indies verbuggt, seht ihr es? Mal wieder. Wir haben wieder einen neuen Bug entdeckt. Deswegen lade ich gleich mal. Bevor wir den Bug wieder mit abspeichern und ihn nicht mehr wegkriegen. Ach, ich habe schon damit gespeichert. Egal. Vielleicht schaffen wir es auch mit Bug. Jawohl. Ich speichere auf einer anderen Stelle. Obwohl, der Quicksave ist eh versaut. Nein, F5, nicht 5. So, vielleicht kriegen wir das auch mit dem Bug hin. Weil ich glaube, der stört nicht. Weil wir haben ja einfach nur diesen Schimmer. Und der macht ja nichts, der Schimmer. Das schimmert Indy halt mal ein bisschen blau, ne? Auch nicht schlimm. Dann ist Indy halt mal ein bisschen blau. Und schnell. Hier drüber, vielleicht schaffen wir es. Ja, ich glaube, er ist tot, oder? Nee, wir brauchen ihn nochmal. Ich glaube, das liegt daran, weil wir Gegner schwer haben, dass wir auch mehrere Spieße auf diese Schlange draufhetzen müssen. So, und hier schnell wieder hoch. Schnell. Oh Gott. Speichern. Ja, Indy hat halt mal die Erleuchtung, ne? Okay, das war Fail. Laden. Dann müssen wir nicht immer wieder alles hochschweben. Dann haben wir den Weg kürzer. So. Und jetzt warten wir, bis die Schlange wieder kommt. Okay. Kann man auch machen. War nicht geplant, aber passiert. Nochmal. Okay. Dann halt nochmal, bis er tot ist. Schnell hoch. Speichern. Ich glaube, wir haben es bald, Leute. Komm her. Wo ist es denn? In die Schieß. Oh Mann. Der ist so dumm. Und schnell runter. Jawohl. Und sie lebt immer noch. Das gibt's ja nicht. Ich habe gedacht, sie wäre schon dreimal tot mittlerweile. Ich habe irgendwie gedacht, die Schlange braucht nur 4 Hiebe. Aber anscheinend mehr. So. Hier sind wir wieder. Und schnell drauf. Jawohl. Und tot. Das hat ja hervorragend geklappt. Und da wissen wir jetzt auch, wofür man da hoch muss. Aber ich möchte jetzt erst nochmal diese ganzen Schlangen ausrotten. Bevor sie mich beißen und ich vergiftet werde. Das ist natürlich nicht so gut. Guck mal, wie viele Schlangen das Viech gespuckt hat. Und der Bug ist ein bisschen hässlich. So. Haben wir noch welche? Da. 2 Stück. Okay. Und die da noch. Haben wir es jetzt? Ja, ich glaube, alle Schlangen sind tot, oder? Ja, ich glaube, wir haben die Schlangen ausgerottet. Das heißt, wir fliegen mit unserem Artefakt nach oben. Jung. Das war die falsche Seite, oder? Ja, ich glaube, das war die falsche Seite. Hier ist nichts. Also wieder runter mit uns. War ja klar. Nicht so, Indy. Was machst du? Du sollst auf E das Artefakt nehmen. Und da runterschweben. Jawohl, und die Musik auslösen. Was für ein verbuggtes Spiel. Oder das ist so verbuggt, das gibt's gar nicht. Das Spiel ist hinne und vorne verbuggt. Bei jedem dritten Video entdecken wir einen neuen Bug. Das ist echt der Wahnsinn. Aber naja, ich finde Bugs ja eigentlich ganz lustig. Wenn sie nicht das ganze Spiel verhindern, behindern und aufhängen. So, und das ist der Ausgang, den ich gerade verfehlt habe. Joa. Vielleicht geschieht das Indy mal ganz recht. Ach, da sind wir. Es ist echt der Wahnsinn, wie viele Bugs es gibt, wirklich. Echt der Wahnsinn. So, und jetzt gehen wir in die Freiheit. Und ich glaube, es kommt eine Vorschau. Also viel Spaß damit. Oh.
Ja, смотрите, товарищи, wir haben ein wildes Tier gefangen. Seid vorsichtig, es ist ein prächtiges Exemplar. Oh, ich hatte die Vorschau länger in Erinnerung. Neues Level, yeah. Ja, Indy wurde eingesperrt und ich glaube, er hat keine Sachen mehr. Habe ich jetzt eben gerade die Sachen umsonst gekauft? Ich habe gerade Sachen gekauft. Kriege ich die wieder? Oder geht jetzt alles bei Null los? Weil ich habe mein ganzes Geld jetzt für die Sachen ausgegeben. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Geld gespart. Ich hoffe, dass wir die Sachen wieder kriegen. So wie bei, ich glaube bei Tomb Raider 2, oder wie ist es denn? Ja genau, bei Tomb Raider 2 behält man ja im Knast so diese ganze Munition und so. Bei Tomb Raider 3 kriegt man alles abgenommen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier alles wieder finden. Sonst bin ich dem Spiel böse. Ganz böse. Ja, wir sind jetzt hier in einem Schiff eingesperrt und haben hier so ein kleines, ja, Gefängnis, sag ich jetzt mal so. Und es wäre nicht Indiana Jones, wenn man hier nicht rauskommen würde. Diese Tür ist verschlossen. Also so geht es nicht, aber ich kann euch zeigen, wie es geht. Und die Idee ist eigentlich ganz witzig. Hey, sie ist auf. Das ist natürlich schlecht, wenn diese Luke auf ist, ne? Und jetzt gucken wir erstmal, da hoch können wir nicht. Und dieses Level macht mir richtig Spaß, weil das mal was anderes ist. Also ich finde generell ist das Spiel ziemlich abwechslungsreich, da kann man gar nichts sagen. So, und wenn das der Ausgang wäre, das wäre natürlich zu einfach. Das funktioniert natürlich anders. Ich glaube, hier kann man was beobachten. Ach nee, da kann man nur in den Raum gucken, wo eine Wache steht und das eine Artefakt liegt. Gut, das interessiert uns jetzt noch nicht, weil da kommen wir eh nicht hin. Das hier oben ist eigentlich nur zum Verstecken gedacht. Ja, und weil die Leute hier so dumm sind, können wir die können wir die natürlich total austricksen. Steh mal auf, Indy. Beweg mal deinen Allerwertesten. Danke. Und wir tricksen jetzt den Gegner aus, weil die einfach dumm sind. Нет, назад! Schnell, bringt mich an Deck. Ich glaube, ich werde seekrank. Хорошая шутка. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Nächster Versuch. Hier oben rein. Schnell. Sto? Hä? Wo ist er denn? Das ist ja komisch. Und jetzt bleibe ich so lange in der Ecke stehen, bis ich ihn gefunden habe. Ach, irgendwann wird er schon aus der Ecke kommen. Ach nee, jetzt habe ich es verkackt, glaube ich. Oder? Ja, da kann ich raus. Nö, ich kann nicht raus. Schade. Ich hab's gerade voll verkackt. Ich hab gedacht, der bleibt jetzt für immer in der Ecke stehen. Aber so dumm war er dann doch nicht. Schnell wieder hoch. Aber dass er sich zweimal verarschen lässt, das ist schon ziemlich doof. Stor. Wo ist der? So, und jetzt schnell raus. Und ich glaube, jetzt können wir den mit den Fäusten überwältigen. Schnellwahltasten fallen mir gerade nicht ein. Ich glaube 0. Oh. Das war schlecht. Okay, das war nicht die richtige Lösung. Nochmal. Also ich glaube, wir müssen einfach abhauen und dürfen ihn gar nicht mit den Fäusten bewältigen. Wir müssen ihn, glaube ich, hier einsperren. Also warten wir nochmal. Na, kommt der auch? Oder ist das Spiel jetzt verpackt? Oh, nee. Ich hab gedacht, der kommt nicht mehr. Hä? Ach, der... Oh. Ach, Mann. Hier, ich bin echt so blöd. Hier, ich bin echt so blöd für dieses Spiel, kann das sein? So. Verschlossen.
Oh Mann, ich hab wohl nie Glück. Ich bin so dumm. Hier, ich weiß doch, wie es geht. Also, das ist mal wieder typisch ich. Es ist ja wirklich nicht schwer, aber ich verkack's trotzdem ständig. Ist halt mal typisch, ne? Und jetzt warten wir halt, bis er kommt. Ich glaube, das ist extra so eingestellt für die, die es nicht hinkriegen, dass die da mehr Zeit haben. Ist ja ganz nett gemacht. Stor. Stor. Dass der jedes Mal gleich dumm ist, ist schon der Wahnsinn. So, und jetzt runter. Und raus. Bevor der uns entdeckt. Dö, dö, dö. Genau, und das Schiff erkundigen wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.